Ich hatte Lust, mal wieder ein Spiel für einen YouTuber zu erstellen und viele von euch haben kommentiert, ich soll ein Spiel für Seth erstellen. Er spielt viele Horror-Games, deswegen hatte ich die Idee, ein Backrooms-Game zu erstellen, das aber wirklich unendlich ist. Am Ende war ich echt beeindruckt, wie nice es geworden ist. Wie immer kommt zuerst natürlich der Boden. Ich habe versucht, mich so gut wie möglich an Screenshots zu orientieren, die ich in Google gefunden habe. Der Boden wurde also eine Art Teppich. Für die Wände habe ich diese Textur hier benutzt, die sieht den Screenshots ziemlich ähnlich. Und schon hatte ich einen kleinen Raum. An der Decke sollten solche Lichter sein, das war gar nicht mal so einfach hinzubekommen, aber letztendlich habe ich es geschafft, mit verschiedenen Shader-Einstellungen und so weiter. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Die Backrooms sollen natürlich unendlich sein, bisher hatte ich nur einen Raum. Ich habe also Code geschrieben, dass dieser Raum ganz oft nebeneinander kopiert wird und wenn ich dann bestimmte Wände lösche, habe ich automatisch ein Labyrinth. Ich habe aus Versehen die Räume übereinander kopiert statt nebeneinander. Gut, das Kopieren hat also schon mal funktioniert. Jetzt nur noch die Wände entfernen. Dafür habe ich den Hunt-and-Kill-Algorithmus verwendet. Damit kann man ganz leicht ein Labyrinth generieren. Hier seht ihr mal eine Animation, wie das funktioniert. Und das gleiche habe ich in meinem Spiel gemacht. Beim ersten Versuch, naja, wurden noch ein paar falsche Wände entfernt. Aber beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ähnlich wie in Minecraft habe ich Chunks programmiert, die automatisch geladen werden, wenn man in eine Richtung läuft. Und dadurch ist die Map tatsächlich unendlich groß. Also bis halt der Computer abstürzt. Hier seht ihr mal, wie das live generiert wird. Im fertigen Spiel sieht man das natürlich nicht. Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder die Grafik verbessert, also Texturen, Lichteinstellungen und so weiter, weil bisher sah es noch nicht ganz so gut aus. Aber es war erstmal wichtig, dass alles funktioniert hat. Damit man in dem Spiel auch was zu tun hat und nicht nur rumläuft, gibt es in dem Spiel Schlüssel, mit denen man in spezielle Räume reinkommt. Okay, die Drehanimation ist noch ein bisschen komisch. Besser. Hier habe ich dann den Geheimraum erstellt. Es gibt Türen und die Wände sind aus Backsteinen, zur Abwechslung. Die Tür kann man nur öffnen, wenn man einen Schlüssel hat. Ja, gar nicht verbuggt oder so. In dem Geheimraum bekommt man dann eine Waffe, wie ihr sehen könnt. Mit der kann man sich später gegen Gegner verteidigen, denn man ist hier nicht alleine. Ich habe dem Spieler also das Gewehr in die Hand gegeben. Und ja, hier sieht man den typischen Bug, dass die Waffe durch andere Objekte durchgeht, ist aber sehr leicht zu beheben. Und die Waffe sieht wirklich richtig nice aus, vor allem die Reflexionen. Egal, in die Mitte des Screens kam dann ein Fadenkreuz. Wenn man schießt, wird eine Schussanimation abgespielt. Naja. Dann noch ein Schusssound, Rauch, Feuer und dann sah das schon recht gut aus. Okay, hier habe ich es leicht übertrieben. Monster soll es ja auch geben und ich dachte mir, ich mache mal was sehr Außergewöhnliches, nämlich Emoji-Monster. Als erstes also ein 3D-Modell von einem Emoji runterladen und in das Spiel hinzufügen. Ultra gruselig. Es kam natürlich noch eine künstliche Intelligenz dazu, sodass der Emoji den Spieler verfolgt. Okay, schon mal ein bisschen gruseliger, vor allem wenn die so übereinander gestapelt sind. Dass man sie abschießen kann, musste ich auch noch kurz programmieren und wenn man sie besiegt hat, explodieren sie. Weil ich mit dem Gegner nicht ganz zufrieden war, habe ich die Textur nochmal ausgetauscht und jetzt sah er wirklich aus wie ein echter Emoji. Und hier habe ich ein paar richtig verrückte Experimente mit der Textur gemacht, falls es jemand interessiert. Damit der Gegner noch besser aussieht, habe ich ihm einen Mantel gegeben und er macht hin und wieder zufällige, komische Bewegungen. Extrem gruselig. Ein Problem war, dass man die Gegner ziemlich schnell abhängen konnte, weil die künstliche Intelligenz zu dumm war, um einen Weg zu einem zu finden. Sie geht einfach nur geradeaus. Ich hätte die künstliche Intelligenz natürlich verbessern können, aber war mir viel zu aufwendig. Ich habe einfach programmiert, dass die Monster durch Wände durchgehen können, wenn man gerade nicht hinschaut. Wenn sie einen berühren, verliert man natürlich Leben und wenn man keine Leben mehr hat, stirbt man. Wer hätte es gedacht? Die Gegner werden per Code zufällig um einen herum gespawnt, natürlich so, dass man es nicht sehen kann. Um es ein bisschen schwieriger zu machen und damit man nicht einfach durchgehend schießen kann, habe ich die Munition limitiert. Munition bekommt man nur in Geheimräumen und wenn man keine mehr hat, ist es nicht so gut. Seine Leben kann man auch aufladen mit Herz-Items, die hier und da auf der Map verteilt sind. Außerdem waren irgendwie noch nicht genug Explosionen in dem Spiel, deswegen habe ich noch Bomben programmiert, die man einsammeln kann und werfen kann. Das ist echt praktisch, weil man kann richtig viele Gegner auf einmal töten. Damit war das Spiel schon sehr cool. Ich habe hier und da noch Dekorationen hinzugefügt, damit es abwechslungsreicher ist. Ein paar Hindernisse, zum Beispiel Löcher im Boden, in die man nicht reinfallen darf. Aber nicht zu viel, damit es noch nach Backrooms aussieht. Es kamen auch noch viel mehr Gegner dazu, zum Beispiel der hier. Aber das seht ihr dann gleich im Gameplay. Sounds finde ich auch sehr wichtig, deswegen habe ich für alle möglichen Sachen noch Sounds hinzugefügt. Noch mehr Effekte, Verbesserungen, Fehler behoben und dann war ich ziemlich zufrieden damit. Ich glaube, das ist eins meiner besten Spiele. So, ich habe noch extrem viele andere Sachen hinzugefügt, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Okay Leute, als erstes müssen wir mal einen Schlüssel finden, damit wir in einen Raum reinkommen. Boah, das ist schon der erste. Okay, er ist wieder verschwunden. Okay, erster Schlüssel und mal schauen, wo hier ein Raum ist, weil wir haben nur noch 7 Schuss. Das ist nicht gerade gut. Perfekt, wir haben einen Raum gefunden. Wir können jetzt hier Munition aufladen,
Gut, Leben waren sowieso voll, das war jetzt ein bisschen unnötig, aber egal. Jetzt müssen wir mal den ersten Gegner besiegen. Er ist gerade wieder verschwunden, aber da ist er. Okay, jetzt sind wir in Welle 2. Pro Welle wird es natürlich immer schwieriger. Die Gegner werden besser und es werden auch mehr Gegner. Oh, es gibt nämlich verschiedene Arten von Gegnern. Die verstecken sich immer so hinter der Wand, das ist echt kritisch. Hä? Ich kann nicht mehr laufen. Boah! Nein! Der hat mich einfach in den Abgrund runtergeworfen. Bomben, yes. Bomben sind perfekt. Benutze ich aber nur, wenn ganz viele auf einem Fleck sind, weil dann kann man die nämlich alle gleichzeitig töten. Kommt doch her. Ha, hier ist der erste. Ha, verschwindet wieder. So von hinten, das ist wirklich total hinterhältig. So. Boah! Diese Sounds. Welle 14, boah! Ich weiß nicht, ob ich Welle 14 noch schaffe. Oh! Junge, es ist übertrieben. Welle 18, ey. Welle 18. Okay, das war's. Man könnte natürlich noch richtig viel hinzufügen, aber für eine Woche finde ich schon recht witzig. Wenn ihr sehen wollt, welche Spiele Zuschauer schon erstellt haben, dann schaut euch das Video hier an.